IANS ist eine interaktive Natur- und Terrarsimulation. Wir sind ein Projekt der HTW Dresden. Wir sind weltweit das erste System, das eine Simulation eines Ökosystems interaktiv und vor allem intuitiv erlebbar macht. Wir haben praktisch 1 Quadratmeter Waldboden hier in unserem Sandkasten. Der Nutzer hat kein Ziel. Es ist ihm freigestellt, ob er an der Welt aktiv teilnimmt oder passiv zuschaut. Wir wollen ihm zeigen, dass seine Aktionen direkte Konsequenzen haben und dafür ein Bewusstsein schaffen. Um eine realistische Fortbewegung zu simulieren, werden modernste Steering-Verfahren angewendet. Dabei werden äußerliche Einwirkungen als Kräfte repräsentiert, die auf die Ameise einwirken. Diese Kräfte werden in dem Steering-Algorithmus als Vektoren dargestellt, um einen resultierenden Bewegungsvektor für die Ameise zu berechnen. Durch unterschiedliche Gewichtung der Vektoren bekommt jede Ameise ein autonomes Laufverhalten. Der integrierte Tag-Nacht-Zyklus schafft eine höhere Immersion. Am Tag laufen Ameisen über das Terrain auf der Suche nach Futter und auf der Flucht vor Feinden. Wird eine Futterquelle gefunden, transportieren die Ameisen diese stückchenweise zurück zum Hügel, bis diese aufgebraucht ist. Wie in echten Ameisenkolonien verschwinden die Ameisen gegen Abend wieder in den Bau. Die über den Tag abgelaufenen Wege werden zu Lernzwecken visualisiert, sodass die entstandenen Ameisenstraßen zum Vorschein kommen. Herumfliegende Glühwürmchen erzeugen eine noch dichtere Nachtatmosphäre. Jede Interaktion des Nutzers hat Folgen, auch für den Folgetag. So verändert sich die Populationsgröße und das Nahrungsangebot in Abhängigkeit von dem zuvor gesammelten Futter. Jeder Tag wird dadurch einzigartig, mit neuem Futter, neuen Feinden und neuer Ameisenzahl. Die in unserem Projekt genutzten Modelle wurden von uns bewusst stark stilisiert, weil die Grundkörper an und für sich schon einen sehr hohen Wiedererkennungswert bieten, was wir uns zunutze gemacht haben, um den Blick des Betrachters eigentlich auf das Wesentliche zu lenken, nämlich das Verhalten der Insekten. Wir denken, das natürliche Zuhause von IANS sind Ausstellungen und Museen. IANS ermöglicht den Besuchern, mit einer virtuellen Welt zu interagieren, bleibt dabei aber sehr intuitiv und ist dadurch für jeden zugänglich. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie eine Mail an lernen@ians.de. Vielen Dank!